Meine lieben Bros und Cousins, willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal aber ein Abonnenten-Special. 65 Abonnenten-Special ist diesmal. Ne? Ursprünglich wollte ich das für ein 75 Abonnenten-Special aufbewahren, aber naja, ich hatte keinen Bock hier zu warten. Deswegen ist doch cool, wenn man jetzt früher beginnt. Ne? Und übrigens, bei 100 Abonnenten-Special kommt jetzt noch etwas ganz Cooles. Nämlich, ich werde dann so eine Roomtour machen von meinem gesamten Zimmer. Ne? Das wird hammer cool. Ne? Also, schön abonnieren, denn je schneller wir die 100 Abonnenten erreichen, desto schneller kann ich euch, ja, Roomtour euch zeigen. Ne? Über mein Zimmer. Mega krass. Ich habe voll die krassen Sachen hier alle. Ja, ihr werdet euch auf jeden Fall mal freuen, ne? Und ich heiße natürlich extremer Zelda-Fan, ne? Wird es natürlich hauptsächlich über Zelda-Sachen geben, ne? Aber nicht nur, es werden auch andere Sachen sein. So, ja, wie ich schon euch erläutert habe, ne, wird es heute ein Abonnenten-Special sein. Diesmal werde ich euch die Geheimnisse hinter meinen ganzen Videos euch zeigen. Mit anderen Worten halt die Geheimnisse meiner ganzen Helferleute. Ja, das wird ziemlich witzig sein. Ich freue mich schon voll. Ja, und weil ich will euch noch mal kurz eine Sache klarstellen, ne? Also mir ist das persönlich vollkommen egal, ob ihr jetzt denkt, so, ob ich das jetzt die ganze Zeit bin hinter den ganzen Videos. Wow, warte. Also, jetzt die Kamera plötzlich voll unscharf. Also mir ist das persönlich egal, ob ihr jetzt denkt, dass ich das jetzt bin hinter den ganzen Videos und verkleidet oder ob das jetzt meine Helferleute sind. Also separate Leute, ne? Ja. Also, Mann, was ist denn mit der Kamera los? Erstmal so voll unscharf, jetzt wieder voll scharf. So, lass das mal, ja? So, okay, nee, nicht zu euch, zu der Kamera. So, ja. Also ich sag's euch nur, wie es tatsächlich ist. Das sind tatsächlich Videospielfiguren, ne? Also separate Leute und ich scherze nicht. Ich werde das nämlich heute euch beweisen, sonst würde ich das ja nicht sagen. Ja. Und deswegen, ja, heute werde ich euch halt beweisen, dass das tatsächlich Videospielfiguren sind. Das wird mega cool. Ja, denn ich verrate euch mal was, also die Absicht hinter meinen ganzen Videos, was ich halt ursprünglich, als ich das wie mit meinem Kanal angefangen habe, was ich ursprünglich machen wollte, weil ich dachte mir so, wie cool wäre das denn, wenn halt Videospielfiguren, also halt dementsprechend hier zum Beispiel jetzt Link, Mario, Robin und die ganzen anderen Leute halt, ne? Ja, wie wäre es, wenn die halt ihre eigenen Videospiele, ja, also ihre eigenen, was ist denn mit der Kamera los? Okay, ich glaube, das ändert sich jetzt so. Dass halt die ihre eigenen Videospiele spielen, wie die dann halt darauf reagieren, wie die so denken, so, hör, ist ja voll krass und so. Und dass sie halt auch eigene Elemente, so was die selber erlebt haben, dass sie das halt im Let's Play einbringen und so. Und das war mein ursprüngliches Ziel. Und dank meinen Helferleuten ist das natürlich gar kein Problem, weil ich meine, die haben das ja schließlich erlebt, alles live, ne? Das ist übrigens auch ein Riesenunterschied zwischen meiner Helferleute und mir, ne? Die haben zum Beispiel den Vorteil, die wissen, wie es tatsächlich war. Die haben es live erlebt, auf eigenem Fleisch und Blut und so. Die wissen ganz genau, wie es da abging und so. Und das ist natürlich dann voll krass und für mich natürlich ein bisschen voll die krasse Ehre, so dass sie natürlich für mich dann das alles Let's Play, ne, damit die das für euch dann dementsprechend euch zeigen, so wie das da bei denen war. Ne, ich finde das auch voll cool, dass sie das immer wieder vergleichen mit ihren Abenteuer. Ich finde das schon witzig. So, ja. Das ist auf jeden Fall mega krass, weil zum Beispiel im Gegensatz zu mir, ich weiß ja nur, wie das ist, wenn man das spielt. Ne? Ich kenne das, ich weiß ja nur die Sicht des Spielers. Ne? Und ja, also so wie wenn ihr zum Beispiel dieses Spiel spielen würdet, dann würdet ihr genau dieselben Erfahrungen haben wie ich. Ne? Ja, nur halt, ich erinnere mich noch. Das war voll witzig. Erinnert ihr euch noch, wo wir Zelda Twilight Princess angefangen haben? Das hat ursprünglich Sascha ja alles gemacht. Und das war übrigens anfangs so, ich weiß nicht, wie viele Parts das waren. Waren das zwei Parts? Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich dabei war. Ursprünglich war das so, dass ich angefangen habe mit dem Let's Play und Sascha war neben mir, weil ich musste ihm ja das alles zeigen, beibringen, so wie das ist, wenn man halt Let's Playt und so, weil irgendwann wird er ja selber drauf kommen. Ihr seht es ja bei der Facecam, ne? Dass er ja halt dabei ist und so. Wisst ihr? Und er muss sich ja natürlich dementsprechend vorbereiten, wie das ist und so. Ja, und ich habe ja ein bisschen Erfahrungen auch durch andere Let's Player mir alles angeschaut, deswegen weiß ich ja ein bisschen, wie es ist.
Ja, so habe ich dann halt Sascha die ersten Videos halt ihm das alles beigebracht und so. Natürlich so bei Situationen, wo es dann halt ging, so, ja, red mal auf Filianisch oder mach mal irgendwas, was so Zelda-krasses Typisches war. Da habe ich das dann Sascha überlassen, ne? Weil der kennt sich da am besten aus. Ich meine, er stammt ja schließlich aus Hyrule. Nicht, das Einzige, was ich mir machen könnte, ist das, was ich mir so ungefähr überlege oder denke, was es sein könnte, wenn ich es sagen würde. Aber da denke ich mir, warum soll ich mir diese Arbeit machen, wenn ich gleich Sascha habe, ne? Also halt auch meine ganzen anderen Helferleute. Warum soll ich so tun, als ob ich die wäre, wenn ich doch schon meine Helferleute habe oder meine Videospielfiguren, ne? Ist doch mega krass. Alter Schwede. Ja, das ist natürlich riesengroßer Vorteil. Deswegen, ja, dachte ich mir, warum denn nicht gleich das alles filmen, ne? Ja, also die ersten Videos habe ich tatsächlich ich selber halt aufgenommen und ich habe natürlich erstmal so getan, das gebe ich jetzt wirklich zu, ich habe dann ursprünglich getan, als ob ich jetzt Link wäre, weil ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt nicht tun würde und dann Sascha hinterher Let's Playen würde, das wäre dann irgendwie merkwürdig. Ne, das würde dann auffallen, weil ich wollte nicht ursprünglich euch verraten, dass ich eigentlich die ganze Zeit Sascha neben mir habe und so, oder dass Sascha halt die ganzen, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel red mal auf Julianisch oder so, das kann alles Sascha. Ja, und deswegen habe ich ihm das alles gezeigt und dann halt, also was heißt, ich habe ihm das alles gezeigt, er hat das selber alles gesagt, ich habe ihm gezeigt, wie man das Let's Playt und hinterher und der hat er das genau nachgemacht halt, ne? Genauso gilt das für alle anderen Helferleute. Ich will jetzt aber nicht jedes einzelne Detail besprechen. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie alles tatsächlich begonnen hat, ne? Jetzt wisst ihr eigentlich das gesamte Geheimnis, wie es eigentlich abgelaufen ist. Das ist natürlich voll krass. So, ja. Und deswegen, ja, so ist es halt abgelaufen. So sind meine Videos alle entstanden, voll krass. So, aber jetzt hole ich gleich Sascha, ne? Denn der wartet die ganze Zeit vor der Tür, wisst ihr. Und ja, euch werde ich dann halt gleich zeigen, ja, wer halt tatsächlich Sascha ist. Ihr könnt euch natürlich schon überlegen, dass es das bestimmt eine Videospielfigur ist und so ist es auch. Aber ich will euch das ja natürlich auch praktisch beweisen, ne? Wäre doch auch cool. So, deswegen hole ich jetzt Sascha. Ja, und deswegen, ah ja, genau, was ich noch sagen wollte. Ihr wisst ja, mein YouTube-Name ist ja Real Link. Und deswegen, wie ich ja schon gesagt habe, ich wollte ja ursprünglich, wie es ist, ja, was wäre, wenn Link halt in dieser Welt kommen würde und wenn er halt all die ganzen Erfahrungen, die er in Hyrule gesammelt hat, dann in den Let's Play wiedergeben würde? In seinen eigenen Abenteuern noch widerspiegelt. Wie geil wäre das denn? Und so habe ich das dann halt durchgezogen und so, darauf basiert auch mein YouTube-Kanal. Ja, ich habe mich dann schließlich selber Ruilink genannt. Auch für meine ganzen Helferleute, weil ich meine, es wäre etwas lächerlich, wenn ich zu Sascha sage und Sascha zu mir auch Sascha sage. Das wäre dann total verwirrend. Dann würde jeder halt hier Sascha heißen und es würde keinen Unterschied machen, wer jetzt gemeint ist, weißt du? Das wäre ein bisschen verwirrend. So, und ursprünglich, wie gesagt, habe ich ja auch selber angefangen mit dem Let's Playen und da habe ich so getan, als ob ich Link war. Oh Mann. Das ist ja witzig. Aber hinterher habe ich das dann Sascha überlassen und dann dachte ich, ja, das wird dann nicht auffallen und so. Aber naja, jetzt wisst ihr halt, dass hinterher mit all den ganzen Sachen, dass halt Sascha die ganzen Let's Plays durchzieht. So, aber jetzt genug geredet. Alter Schäde, ich habe aber so viel lange geredet. Ich wollte eigentlich kurz euch das nur sagen, was hinter meinen Videos steckt. Aber egal, ihr wisst dann wenigstens die gesamte Wahrheit. Ist doch auch cool, ne? Aber habe ich nichts vor euch zu verheimlichen. Ist doch auch geil, ne? Wenn man jetzt endlich mal offen mit euch reden kann. So. Von daher, nicht vergessen, 100 Abonnenten-Special ist Roomtour. Das ist mega cool. So, aber ich hole jetzt Sascha. Ne? Jetzt hat genug geredet hier. Das ist einfach krass. So, warte mal ganz kurz. Sascha, du kannst übrigens rauskommen. Ich bin fertig. Okay, was ist hier los? Hä? Du hast mich gerufen, Relink. Was ist los? Einen Moment, ich mach kurz die Tür zu. So. So, alles klar. So, was ist los? Setz dich erstmal hin. Okay, gut. Ich setze mich hin. Wie du meinst? Dann erklär mal, was ist hier los? Ah, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier die ganzen Sachen irgendwie hier hin tun. Oh Gott, ist anstrengend, ne? So, dann ist das hier, ne? So, also in dieser Welt das alles zu tragen, ich weiß auch nicht. So, hey, ich sehe gerade, du hast eine Kamera hier hingetan, ist ja witzig. Hallo, meine Lieben, du hast Musik, ist voll witzig. So, ja, dann erklär mal hier alles, was geht denn hier ab?
Nun, also, ich habe halt mal unseren Zuschauern, ne, habe ich halt euer Geheimnis verraten, ne? Also nicht nur dein, sondern halt auch von allen anderen Helferleuten, ne? Du weißt ja halt noch Walkman und Lil Sash und Sascha und Sario, von denen habe ich auch so euer Geheimnis erzählt. Und ja, und ich möchte jetzt einfach, dass du halt das denen zeigst, ne? Alles klar, also heißt das jetzt, dass ich jetzt wie immer nach Hause gehe. Genau. Okay, verstehe, alles klar. Nun, meine lieben Bros und Cousins, oh, ich sehe gerade was zum. So, mal ganz kurz hier weg. Hä? So, ja, wie Rueling das bestimmt euch schon gesagt hat, ne? Ich bin niemand anderes als eine Videospielfigur und ja, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ja, voll cool, ne? Das wird jetzt echt cool. So, und soweit ich mich erinnern kann, also was Ruilink auf jeden Fall erzählt hat, wird halt bei diesem Prozess so ablaufen, dass ich mich dann irgendwie verwandle, aber frag ihn am besten, ne? So. Ach ja, stimmt ja, über diesen Teil habe ich ja komplett vergessen. Natürlich. Ja, meine lieben Bros und Cousins, es ist übrigens so, dass bei diesem Prozess werdet ihr sehen, wer halt ja, meine Helferleute tatsächlich sind. Ne? In dem Fall wird halt Sascha euch jetzt zeigen, wer er tatsächlich ist. Aber ich glaube, das wisst ihr schon, ne? Jedenfalls gehe ich jetzt ab nach Hause, zurück nach Hyrule und du rufst mich dann einfach, wenn du mich brauchst, ja? Ja klar, mach ich. Viel Spaß, ne? Und übrigens, grüß übrigens Prinzessin Zelda, ne? Natürlich, das werde ich machen. Okay, dann ciao, ne? Und, achso, ja, und für euch auch ciao, ne? Ich muss mich jetzt natürlich wieder so voll krass, ne, positionieren. Das hat auch einen bestimmten Grund. Oh, so, oh, jetzt muss ich das ja andersrum machen, ne? Stimmt ja. Weil alle denken natürlich, ich bin Linkshänder, was auch stimmt. Aber nur so zur Info, dieses Hylia-Schild ist aus irgendwelchen Gründen für Rechtshänder gedacht. Voll blöd, ich weiß auch nicht warum. Bestimmt liegt es daran, weil die meisten von euch hier Rechtshänder sind. Oh, Alter, jetzt muss ich das wieder. So, wie war das nochmal? So, so, alles klar. Warte mal, du willst ja, dass die Kamera, ne, dass hier alle das sehen. So, okay, einen Moment, hier mal kurz hier, so. Okay, ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Okay, dann, ja. Ave mir Nintendo! Yo, krass, ey. Hat es tatsächlich funktioniert? So, meine lieben Bros und Cousins. Ihr wundert euch natürlich jetzt, wo ist er? Hör, was zum Teufel und so. Keine Sorge. Ich hole ihn kurz, ne? Und dann zeige ich euch nochmal, ja, hier halt von dieser Perspektive. Weil die Sache ist die, ja, wie ihr ja gerade schon bemerkt habt, ich habe ja hier zwei Kameras hier hingestellt, dass ihr einmal Sascha sehen könnt und einmal mich, ne? Weil ich kann nicht die Kamera hier hin und her drehen. Das wäre ein bisschen umständlich. Ja, und deswegen werde ich euch jetzt gleich etwas zeigen, ne? Also halt, ne? Werde ich euch jetzt zeigen, wer Sascha tatsächlich ist. Das ist mega cool. Und das Allercoolste von allen ist, ich werde euch das hier zeigen, denn wie ihr ja bestimmt schon bemerkt habt, diese Kamera hat eine wesentlich höhere Auflösung als nur diese Kamera da hinten. Deswegen zeige ich euch das hier, ne? Nicht wundern. So, bis gleich, ne? So. Yo, alter Schwede. Voll krass, ey. So, habt ihr gesehen? Habe ich noch bei der anderen Kamera gezeigt. So, das ist der Sascha. Voll krass, Mann. Yo, seht ihr den? Da ist er. Da ist er. Yo, krass, Mann. So, ja, also, wie gesagt, das sind halt niemand anderes als Videospielfiguren, sind die. Das ist übrigens Sascha, voll krass. Ja, und das sind halt auch nichts anderes als Figuren. Und ich rufe die halt immer wieder, zum Beispiel, ihr wisst ja, also man kann ja halt das Video-Gamepad nutzen oder halt ein 3D-System. Und das Allercoole ist, die sind auch in einem Spiel dabei. Das ist mega krass. Das werde ich euch auch ganz irgendwann später euch das auch nochmal zeigen. Dass halt die auch im Spiel auftauchen. Das ist mega cool. Weil das ist zum Beispiel hier, ja wie gesagt, das ist Sascha, ne? Hier seht ihr die Trophäe. Voll krass. Ja, wie gesagt, das sind niemand anderes als Figuren. Und die Sascha befindet sich jetzt momentan in Hyrule, das ist mega witzig. Und ich kann ihn auch wieder zurückrufen, aber das will ich in einem anderen Video mal machen, wisst ihr, weil das wäre mega geil, wenn ich euch das dann noch zeige. Weil ich wollte euch diesmal zeigen, was passiert, ja, wenn die halt dann abhauen, ne? Wer halt, und allgemein halt, wer die halt tatsächlich sind, ne? So,
Also, zeige ich euch nochmal kurz, dass es halt tatsächlich Sascha ist. So, wow. Das in diese Figur hat Sascha sich gerade verwandelt. Alter, komm schon. So, sieht man das? Voll krass. Jo, genau. Sieht ihr das? Voll cool. So, jo, seht ihr das da? Da ist der. Der Sascha, der ist mir einer. Ja, ihr wundert euch natürlich jetzt bestimmt so im Sinne von, woher hat er das Master Sword und so? Voll witzig. Ja, habt ihr. Oh Mann, jetzt ist die Kamera wieder unscharf. Naja, egal. Jedenfalls, komm schon, mach scharf. Komm schon, ich will. Ach, komm schon, warte mal. Muss man. Ja, egal, dann kann ich euch wenigstens die Figur zeigen. Voll krass. Also, die Sache ist die: Er hatte ja ein Holzschwert gehabt, ne? Habt ihr ja gesehen. Ja, und dieses Holzschwert hat sich ja, ne, hat sich ja halt dementsprechend hier in sein Master Sword verwandelt, weil er hat ja selber gesagt, dass, oh, ja, er hat ja selber gesagt, dass halt, dass halt er sein Master Sword ja wieder zurückgelassen hat, ne? Ja, und von daher, ja, musste ja irgendwas, damit die Trophäe oder allgemein diese Figur halt dann beibehält, ne? Dass dann halt alles so bleibt, wie es ist. Und dann hat er halt einfach das Holzschwert genommen. Übrigens, das Witzige ist, eigentlich ist dieses, ja, dieses Holzschwert, das ist übrigens, gehört noch zu Robin, ne? Und wisst ihr, was witzig ist? Also dieses Holzschwert ist ja eigentlich Robins oder also Saschas Schwert, ne? Dieses Levin Sword, das er ja hatte. Ja. Und deswegen habe ich dann einfach so Sascha gefragt, so, ja, kannst du vielleicht das kurz ausleihen, kannst du das Sascha geben und so, damit er das kurz ausleiht und so. Ja, jetzt denkt ihr, oh, der hat das mitgenommen und so. Nee, 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 das liegt hier noch da, auf dem Boden. Ja, oh shit, warte mal. Oh Mann, okay, ich sehe gerade, dass die Kamera ausgegangen ist. Na, großartig, egal. Ja, macht nichts, ich hole mal kurz das Holzschwert, das ist übrigens immer noch geblieben. Ein Moment, wartet, wartet, ich bin sofort da. So, wo, hier, das mal her, so. So, seht ihr? Das Holzschwert hat er noch übrig gelassen, lag auf dem Boden. Hat man das nicht gefilmt? Naja, egal. Ja, jedenfalls, das Holzschwert ist übrig geblieben, voll witzig. Das ist ja auch Saschas, wow, was zum? Ja, das ist ja eigentlich auch Saschas Levin Sword, ne? Ich weiß, Levin Sword ist dieses Donnerschwert und so. Aber fragt mich nicht, warum es aus irgendwelchen Gründen hier ein Holzschwert geworden ist. Fragt Sascha, also den von Fire Emblem, nicht hier, den hier, nicht den Sascha von Zelda. So, ich muss, will das hier irgendwie. Ach, ich tue das jetzt einfach hier hin. Gebe ich hinterher Robin, also Sascha, der wird sich freuen. Ja. Und ja, wenn ihr, also wenn ihr natürlich solche Arten von Videos natürlich gefällt, freut es mich natürlich, wenn ihr ein Like dahinter gibt. Dann weiß ich auch, dass ich, ja, mehr von solchen Videos euch präsentieren kann. Ja, und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann würde ich gerne bis zu 10 Likes sehen. Wenn ihr das schafft, meine lieben Buraus und Wosins, ne, dann ja, werde ich halt auch die an all die anderen ja, Helferleute euch zeigen, wer die tatsächlich sind. Eigentlich könnt ihr euch ja schon denken, wie die dann ungefähr aussehen, aber wäre doch cool, wenn ich euch das auch zeigen würde, ne? Ja. So, also erstmal gucke ich, ob ihr 5 Likes schafft. Wenn ihr 5 Likes schafft, ne, auf jeden Fall zeige ich euch noch die anderen. Ich glaube, zeige ich Sascha? Ah, ich werde mir das schon überlegen, wenn ich genau zeige. So 2, 3 Leute zeige ich. Und dann, wenn das sogar 10, ja, 10 Likes ist, werde ich mal versuchen, sogar alle in einem Video euch zu zeigen. Das ist mega krass. Also halt immer separat, nicht alle auf einmal, ne? Das wäre ein bisschen Kuddelmuddel. So, alter Schädel, das war ein ziemlich langer Part, sag ich schon. Mann, das war ein ziemlich langes Video. Aber es hat sich gelohnt. Ihr wisst jetzt, wer, ja, letztendlich Sascha ist, ne? Ja, das ist voll krass. Hier die Figur, voll cool. Ja, und ja. Voll krass. Übrigens, Sascha funktioniert auch bei Super Smash Bros. Wenn ihr das Spiel kennt, voll krass. Ne, das ist mega cool, wenn ich ihn ja dann so antippe, ne, dann erscheint er da. Das ist mega krass, alter Schädel. Übrigens, ich kann ja nächstes Mal, wenn ich ihn wieder zurückrufe, kann ich ihn ja mal sagen, dass er für euch mal erzählt, wie es ist, wenn man in Smash Bros. Ist und so. Weiß ich gar nicht. Hat er das euch schon mal erzählt? Naja, wer weiß. Vielleicht sagt er das ja, sagt er das dann halt in einem seiner Let's Plays Video, wenn ich mich noch daran erinnere, dass ich ihm das noch Bescheid sage. So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Rosins. Ich kann jetzt auch das mal kurz wegtun. Jo, ihr seht meine Augen, voll krass. Jo, so,
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Rosins. Stay awesome und ja, bis zu einem. Wow, natürlich jetzt mit die Kamera hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Nein, stay awesome und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.